liebe Kinder und Eltern von der Kirche für Kleine und Große. Ihr fragt euch sicher, wo sitzt denn die Britta heute? Nun, ich sitze in meinem Garten. Und was ist mit Doro, Rahel und Wiedehopf? Nun, die sind im Lukas-Gemeindezentrum und sind ganz toll beschäftigt. Die planen nämlich unseren nächsten Termin. Und deswegen gibt es heute nur einen kleinen Gruß von mir. Aber Doro grüßt euch sicherlich auch noch. Erinnert ihr euch? Beim letzten Mal haben wir von Samuel gehört. Samuel, wie er von Gott gerufen wurde. Und Doro und ich, wir haben euch unseren Traumberuf vorgestellt. Den Traumberuf, den wir hatten, als wir klein waren. Samuel ist zum Priester berufen worden. Und heute habe ich eine Geschichte für euch von David. Auch er wird von Gott gerufen. Ich hoffe, die Geschichte gefällt euch. Wie jeden Tag sitzt der kleine David unter seinem Lieblingsbaum. Es ist sein Lieblingsplatz. Schattig und ruhig. Von hier aus bewacht er die Schafe seines Vaters, Isai. Der Kleine hält sie zusammen, führt sie zur Tränke an den Brunnen und vertreibt wilde Tiere mit seiner Steinschleuder. Schafe hüten, das ist eine Herzensaufgabe für ihn. Ja, denkt er, das könnte mein Traumberuf sein. Und weil er so froh über seine Arbeit ist, betet er oft zu Gott und nimmt dabei seine Harfe zur Hand. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Ja, denkt er, Gott ist wie ein guter Hirte. Er sorgt sich um mich, wie ich mich um meine Schafe sorge. Denkt er, wie könnte denn das Lied nun weitergehen? Aber plötzlich wird er aus seinen Gedanken gerissen. Der Knecht seines Vaters kommt auf ihn zugelaufen. Komm schnell nach Hause, David. Der Priester will dich sehen. David ist erstaunt. Samuel, der Priester? Was will denn der von mir? Der Knecht antwortet. Er will ein großes Fest geben und feiern. Er hat ein Kalb mitgebracht. David ist erstaunt. Der Knecht berichtet ihm. Stell dir vor, Samuel ließ deine Brüder kommen, einer nach dem anderen, dem Alter nach. Und die Gebrüder gefielen ihm auch, aber doch murmelte er bei jedem sowas wie, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und dann hat er nach dir gefragt. David rennt sofort los. Er steht vor Samuel, holt tief Luft und sagt, hier bin ich, ich bin David, ich bin der Hirte. Da hört Samuel Gottes Worte. Salbe ihn zum König. Und zu David sagt Samuel, Gott hat mich beauftragt, dich zu salben, denn unser Volk braucht einen guten Hirten. Und tatsächlich, viele Jahre später, wird David König. Und David gehen die Worte, die er damals gehört hat, nie aus dem Sinn. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Ja, und so findet auch David seinen Traumberuf. Hallo liebe Kinder, auch von mir herzliche Grüße. Die Britta hat euch ja schon toll die Geschichte erzählt und sogar die Schafe auf der Wiese besucht, damit sie die schönen Bilder für euch hat. Ja, wir freuen uns ganz doll, dass wir euch in 14 Tagen persönlich am Lukas-Gemeindezentrum begrüßen können, denn wir möchten die Kinderkirche mit der Geschichte »Ein Mädchen rettet ihren Bruder« persönlich mit euch feiern. Seit langem ist das mal wieder möglich und da haben wir gedacht, diese Gelegenheit wollen wir nutzen. Der 26. steht zwar nicht in unserem Terminkalender, aber den
haben wir jetzt praktisch extra für euch geplant. So, und zum Schluss könnt ihr noch die schönen, wunderbaren Traumberufe der Kinder sehen, die uns verraten haben, was sie gerne mal werden möchten. Wir hatten ja im letzten Video dazu aufgerufen und es gibt einige Kinder in der, im Familienzentrum, die uns das verraten haben. Viel Vergnügen damit und dann bis zum 26.06. Macht es gut. Tschüss. Du legst Haufen in LKWs rein oder du baggerst Löcher. Immer dabei fernarbeiten. Eine Möhre, Heu. Du musst die Pferde an der Leine haben. Man muss auswarten für die Kinder und man muss die Züge richtig machen. Ich kann schon ganz allein ein Auto fahren. Und ich kann lenken. Und das sind die Reifen. Und das ist das Körbchen. Ich habe noch diesen Lauf vergessen. Ich kann das Feuer lassen. Noch nicht verraten. Und das hier ist ein Kind für mich. Sie müssen immer richtig miteinander zuhalten. Zusammenhalten? Ja. Ja. Sie füttert ihr Baby und sowas. Mein Traum war schon immer Mama sein. Und hier kommen noch ein paar fantasievolle Zugaben für euch. Ich werde eine Prinzessin. Da kann man alles bestimmen. Und ich will ein Gorilla werden. Dann braucht man Haare.